Freunde, ich melde mich mal ganz kurz, stimme kurz wieder da. Also ich sage mal so, bis jetzt wieder absolut geiler Tag. Ich bin jetzt bei der Press Area hinten und ja, immer im Hintergrund fahren schon wieder die Panzer vorbei. Ich stehe hier einfach bei einem, total geil. Also mega geiles Event. Ja, ich gebe euch jetzt noch ein paar geile Ausblicke von oben, von der Bühne. Muss ich erstmal über diese ganzen Hügel hier drüber kommen. Wir sind jetzt durch mit dem Stream für heute. Wir hatten einen spontanen Stream heute gemacht. War richtig gut was los heute. Am Morgen, ganz wichtig. Ich kenne die Zeit nicht ganz genau auswendig, aber morgen relativ Nachmittag um 13, 14 Uhr, glaube ich, erster Stream von mir. Und der Abendstream ist dann auf World of Things zusammen mit Zapf. Okay? Wichtig für euch zum Werk. Danke an alle Zuschauer hier. Wenn ihr Bock habt, einfach mal kurz reinschreiben, dann seid ihr dabei. Alle absolut voll hier. Also geht richtig gut was ab. Also Freunde, genau, 17 bis 19 Uhr bin ich mit Zapfarm unterwegs. Also Freunde, morgen 13 Uhr pünktlich bei mir am Kanal, wie am heute. Hier, Jungs, was wir rausgehauen haben. Jetzt haben wir alles rausgehauen. Ich denke, morgen können wir nochmal was toppen, wenn ihr da seid und habt Bock. Yo, also, Zapfi kennt ihr noch von Moin? Ja, meine Stimme ist auch wieder am Arsch, aber scheißegal. Hier bei gefühlt 40 Grad in der Sonne stehen wir jetzt hier an, um da reinzugehen. Wir warten jetzt hier schon 10, 15 Minuten. Wie gesagt, heute kam absolut wenig mit Sprache, weil man hört es einfach, ich bin sehr, sehr angeschlagen. Ich hatte heute einen Stream gehabt. Ganz wichtig, wie gesagt, morgen, Jungs, Stream, hoffe, ihr seid alle am Start. Wird richtig gut werden und ja, wir warten jetzt hier auf den Jagdpanther und dann gehen wir da rein, wenn alles klappt und kriegen den drin gezeigt. Filmen darf ich leider nicht, aber ja, erstmal persönliche Erfahrung machen. So, erstmal ganz kurz News, wir wurden jetzt gerade alle evakuiert, hier sind alle Mann mit draußen und es ist hier wohl ein Feuer, ein Gasfeuer irgendwo hier entstanden und so, ja, und deswegen mussten wir jetzt alle raus, also sind jetzt alle hinter diesem Tor hier. Nur noch Sicherheitsleute und Co. sind dahinter. Und alle anderen sind jetzt praktisch hier, kommen jetzt alle raus. Also keine Ahnung, was hier wirklich abgeht. Also es scheint irgendwie ein Feuer hier zu sein. Und wir sind jetzt evakuiert worden und sitzen und warten jetzt hier, was passiert, was abgeht. Also irgendwie keine Ahnung, was los ist. Die waren alle richtig hektisch. Raus, raus, raus und ja. Moin, moin, moin. Ja, moin. Genau, ich musste mir irgendeinen Anfang überlegen. Ich bin absolut durchgeschwitzt, 100 Meter gesprintet, komplett fertig. Wir haben jetzt das letzte, also eins mit der letzten Shuttles bekommen, waren noch unterwegs bei Kreilau am Kanal, haben ja, praktisch nochmal ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen gequatscht. Ist auch coole Ösis getroffen. Genau, richtig cool. Morgen, könnt ihr euch freuen, morgen im Vlog gibt es, wenn alles klappt, ein Interview mit einem Panzerkommandanten und er nimmt hier mein Handy mit in den Panzer rein und dort gibt es dann ja, live, also Bilder aus dem Panzer, Exklusivbilder aus einem M103, also richtig geil. Freue ich mich sehr drauf, wenn das klappt. Gibt es natürlich dann auch wieder 10 Uhr zu sehen, am Montag dann dementsprechend. Ja, sonst soweit bei uns alles fit. Wir werden jetzt gleich erstmal fertig, halt. Jacuzzi. Ja, Jacuzzi, ein bisschen chillen, ein bisschen quatschen. Dann werden wir was essen gehen, den Abend ausklingen lassen. Stimme schon, wird mal gucken, wird aber heute Abend zu werden. Sonst soweit alles entspannt. Wie gesagt, nochmal Nachtrag zu dem Feuer jetzt beim Tankfest. Da war es jetzt so, da hat wohl was in der Küche gebrannt und da stehen halt sehr, sehr viele Gasflaschen. Eine ist wohl angeblich explodiert, das war wohl ein Knall, den es da gab. Und ja, Personenschaden und genau, sonstiges wurde jetzt keine... Gar keine Information, es wurde erstmal alles evakuiert und ja, das Fest
praktisch dann um 17 Uhr zu Ende. Wir durften zwar noch mal rein, aber ja, war nichts mehr los. Und ja, genau, das ist erstmal soweit. Und ich werde euch heute Abend dann wieder zum Essen mit hinnehmen. Also, bis dann. See you. Wir sind jetzt gerade vom Baden-Pool heimgekommen. Haben mich jetzt gerade umgezogen hier. Lange Hose, so muss sein. Jetzt gehen wir mit Mu und Kreilo was essen. Vielleicht kommt Zapfan noch später dazu. Die hatten jetzt eben gerade eine WG. Moment, ich zeig's euch. Wo halt nur die Staff-Leute hin sollen. Gut, was auch ganz interessant war, Victor war auch da. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Schon mal von ihm gehört, dass der ja, Chef von World of Things. Hier, der eine oder andere kennt ihn auch. Hey. Ja, und wir gehen jetzt erst was essen. Und dann hören wir uns später, vielleicht nochmal ganz kurz. Ja, wir sind jetzt beim Italiener gelandet. Hier ist die Karte. Und ich wünsche euch erstmal ja, einen schönen Start in den Sonntag. Stimme hoffentlich morgen wieder fit. Wir gehen jetzt zum Italiener. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal für das Video heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen da, ein Abo und ihr seid eine coole Socke. Ach, keine Ahnung, egal Jungs. Ich bin eigentlich fertig. Es gibt erstmal was zu snacken hier. In dem Sinne, bleibt sauber. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut.